und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Walker Sold. Wieder mal Außenposten Beta, wie in der letzten Folge. Jetzt natürlich das Imperium. Und heute, beziehungsweise jetzt spielt mal wieder mein Kumpel. Ja, und heute werden wir sehen, wie viele Rebellen denn heute dran glauben müssen. Oder ob wir... Oh, da ist wohl jemand echt gut unterwegs. Bin eben nur kurz zur Info mit der Ava Media Game Capture HD2 auf. Ein sehr, sehr gutes Gerät. Das nur vorweg. Ich will, also es, ich werde nicht von denen bezahlt, aber ich habe dieses Gerät neu und es ist der Elgato tatsächlich sehr überlegen. Mit unter anderem dem Punkt, dass es halt ohne PC verwendet werden kann. Und deswegen rechts sollte ein Heldenobjekt sein. Links, links, links. Geradeaus, rechts, oh, nein, rechts. Rechts, jetzt geradeaus. Ah, da hat er's. Genascht, da kann er es nicht naschen. Aber das hatte ich ja in der letzten Folge auch. So. Da läuft wohl einer voll ins Kreuzfeuer. Schön geholt. Messi Gamer HD10 heißt er. Sehr schön, Ablenk deaktiviert. Ja, der wird geholt. Sehr schön. Ah, da. Der war schon in der letzten Folge sehr gut. Ich nehme Mikrofon ist übrigens Sennheiser PC 320. Und Ton läuft über, im Moment nicht über das Sennheiser 320, sondern über ein altes Hamar-Headset. Ja. Das nur eben zum Technischen gesagt. Und es ist ja im Moment ganz klar Star Wars 7 Zeit. Und habt ihr eine Ahnung, wisst ihr oder glaubt ihr, dass es wieder ein Dreiteiler wird? Also dass aus der Hexalogie eine Neunalogie wird, ich glaube Nonologie oder sowas ähnliches heißt das. Dann weiß er, oh, sehr gut. Oder gibt es nur den siebten Teil dazu? Glaube ich ja persönlich nicht. Und was sagt ihr zu Kylo Ren? Wisst ihr, wer das ist? Und ja, also alles dazu, wenn ihr wollt, wenn ihr euch mal austoben wollt, meine Kommentare gerne dazu da. Oh, Zielschuss ist natürlich nicht unbedingt das Fairste. Oh, da ist er ganz gut am Stiel. Wir nehmen hier auch schon ein bisschen auf. Es ist jetzt 3 Uhr am 3. Weihnachtsfeiertag. Obwohl es gar keinen 3. Weihnachtsfeiertag gibt. Und deswegen, wir opfern hier unsere komplette Weihnachten, sitze ich hier, um dieses Spiel für euch aufzunehmen. Ich opfere mich. Ich wurde hier zu Partys eingeladen. Mit Girls, aber ich denke, nee, Star Wars Battlefront. Aber nein, so ist es natürlich nicht. Ich nehme einfach auf, wenn ich Bock habe. Wenn ich keinen Bock habe, nehme ich nicht auf. Ich denke, so sollte es auch sein. Ah, da hat er echt Pech. Oh, da holt er ihn zum Glück noch weg. Partnergerecht. Ist sehr gut unterwegs hier. Das ist doch sehr amüsant. Ja, sehr schön. Da holt er ihn wieder weg. Beschützt unseren Kampfläufer. Sehr guter Player. Aber die Rebellen scheinen hier auch nicht unbedingt die Besten zu sein. Ich schalte sie immer auf First Person. Eigentlich immer in First Person, ich weiß auch nicht warum. Ich kann damit irgendwie einfach besser umgehen. Weil es glaube ich auch etwas einfacher ist. Aber ich glaube für die besseren ist First Person schon ein bisschen besser. So.
Also, die nächsten Ablinks wurden hier also gespawnt. Oh. Oh, sehr starke Kiste. Und das ist natürlich schon heftig. Und mein Kumpel ist natürlich hier auch die, in Anführungszeichen, Verstärkung für mich. Und ja, der holt hier natürlich weg, wo er kann. Und so können wir natürlich so ein bisschen eventuell die Serie vorspulen, weil das ist ja bei mir eventuell erst in Folge, was weiß ich, 20, 30 kommen würde, dass ich mal Platz 1 belege. Ich finde es auch sehr schwer, Platz 1 durchgehend zu belegen, weil es einfach super viele Spieler gibt, die einfach hier was können. Das war jetzt echt Pech. Also dafür, dass wir noch nicht mal das Sprungpack haben, ist das echt schon... Glück. Schade, dass es nicht so drei Ups gibt. Dass man statt dem Ionenschuss da oben, nicht was weiß ich, wenn man zum Beispiel, glaube ich, episch wäre, für mittelmäßig hohe Zielschuss, Impulskanone und Sprungpack. Würde, glaube ich, schon auf Führer basieren. Feuert bei sich Kontakt. Okay, das ist... Achtung, feindlicher Orbitalangriff! Vielleicht kann man ein AT-ST holen, jetzt nicht mehr. Und da ist er. Skywalker ist besiegt. Informiert Lord Vader. Da rennt er hin. Ein feindlicher Bomber hat unseren Kampfläufer... Frage, was bringt es ein AT-ST? Ja, ich denke schon. Außer man hat ein bisschen Pech. Granatenwerfer. Okay. Das ist dann der Nachteil des AT-STs. Er wird sofort genascht. Aber das ist, manchmal ist er auch nicht so krass. Also wenn er gut ist, wenn man... Man kann mit ihm halt nicht so kappen. Ein AT-AT ist schon krasser. Nochmal, falls ihr Bock habt, mir Feedback zu geben bezüglich allen möglichen, bezüglich Aufnahmequalität, bezüglich meiner Kommentare, EE3 sehr gut, bezüglich meiner Formate, Kommentare jetzt zum Beispiel, dass ich so eine recht spezielle Kommentarweise habe, dass ich nämlich einige Begriffe ein bisschen anders ausspreche. Mögt ihr das, findet ihr es Müll, ist euch relativ egal. Und Formate, ob ich die richtigen mache, soll ich mehr professionell arbeiten, soll ich mehr in Richtung Let's Play gehen, soll ich mehr in Richtung Technik gehen. Also Technik-Reviews und sowas, zum Beispiel von, was weiß ich, neuen Geräten wie irgendein neues iPhone, HTC, Samsung etc. Oder wollt ihr gerne weiter Let's Plays sehen? Ich werde, wenn mir jetzt keiner direkt Formate vorschlägt, werde ich einfach das bringen, worauf ich Bock habe. Wenn ich ein, wenn er mir ein Format vorstellt, was ich selber überhaupt nicht unterzeichnen kann, dann werde ich es eventuell etwas verändern, dann bringen oder halt nicht bringen. Es kommt halt drauf an. Wir haben Skywalker unweit von eurer Position geortet. Schaltet den Jedi aus. Feindliche Schiffe eröffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. Der Controller scheint hier nicht mehr zu funktionieren. Haben wir gerade gesehen. Deswegen war ich auch kurz auf Mute. Beziehungsweise nichts gesagt. Dazu nochmal gerne was in die Kommentare. Wenn ihr Bock darauf habt. Das Rebellenpack hat unseren Kampfläufer zerstört. Auch wer mich privat kennt, gerne auf anderen Kontakten wie WhatsApp, was weiß ich hier. Fratzebook oder sowas. Das war gerade auch schon wieder so eine Art. Ja, schön. Na, jetzt holt er hier wieder weg, wo er kann. Ist immer noch Platz 1. Ich will jetzt in die DF9.
aber First Person Mode scheint deutlich besser zu fahren. Lass nicht zu, dass die Rebellen die Oberhand gewinnen. Mir ist das eigentlich relativ egal. Obwohl ich ja schon meine Meinung dazu gesagt habe. Jetzt Blast will er hier, weil dann Blast da rausholen. Ein Zitat von einem berühmten Lehrer, dessen Namen ich jetzt einfach nicht nennen werde. So, okay. Die Schlacht geht in die Endrunde. So langsam. Der dritte Teil ist angebrochen. Und obwohl wir hier nur mit der A280C am Start sind, ist das doch hier sehr... läuft das hier sehr, sehr, sehr gut. Also das hätten wir hier gar nicht gedacht. Beziehungsweise ich hätte es nicht gedacht. Ob er es gedacht hätte, dass es... wahrscheinlich auch fraglich, ob er direkt Platz 1 holt. Aber umso besser für heute. Und ja, jetzt werde ich auch wieder zum Gameplay kommen. Na, wenn man Glück hat, kann man damit welche holen, ist aber recht schwer. Ja, sehr schön, hast du die HD 10 geholt. Ich finde, die Map ist auch hier sehr, sehr gut gelöst. Ist natürlich, wurden natürlich auch in der Beta reingemacht, weil sie einfach nichts anderes. Wir packen einfach das Beste rein. Ist ja doch recht klar. Oh, schade. Na, das war Glück. Komm, den holen wir uns. Sehr schön. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Links ist einer. Jetzt nicht mehr. Ja, er kann schon sehr gut mit der Impulskanone umgehen. Ich finde so, das ist mit dem Wazuanischen Ödland so die beste Map. Ich finde, das ist auch eine sehr, also Friedhof der Giganten ist auch eine gute Map. Und nicht so gut finde ich, also grafisch sehr hochwertig, aber zum Spielen eher schlecht balanciert ist Endor, weil die Rebellen eine deutlich bessere Tarnung haben. Oh, 2010, das ist natürlich... Das geht für meine Statistik natürlich echt in die Höhe. Da holt er tatsächlich zwei weg, ohne auch nur einen Schadenpunkt zu haben. Und dann wird er dann auch geholt. 22. Bin leider nicht Killmeister, aber schon sehr stark. Also ich habe mal 35 Kills gemacht, das war dann halt alles, was ich mal geholt habe. Dafür, dass wir noch nicht beim AT-AT drin waren oder Heldenobjekt, ist das doch alles völlig im Bereich. Ich finde, wenn man Boba ist, kann man sich eigentlich da oben hinstellen und da halt rumcampen, am besten noch ein bisschen bewegen, dass man nicht von der Impulskanone geholt wird. Das war eine knappe Kiste hier. Aber er holt ganz schön was weg. Ja, den wird er holen. Boah, sehr stark gemacht. Aber da springt er natürlich nicht weg und dann schon ein schlaues Kerlchen. Davon. Kampfmeister. Ah, das habe ich aber auch nur verpasst, glaube ich, knapp. In der letzten Runde. Aber er hat natürlich deutlich weniger Downs als ich. Bomber der Rebellen greifen an.
Ah, schade, Mist. Ja. Na gut, das ist schon. Unser Partner ist einfach ganz unten. Die ist einfach ganz unten. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. AT-AT in Position für Angriff auf primären Energiegenerator. Der Antriebsmotor des Kampfläufers ist beschädigt. Das wird jetzt echt... Naja, das scheint doch eine Niederlage. Das heißt doch, habe ich doch gesagt. Ja, Niederlage zu werden, unser Partner schon im Bau ist 1 zu 4. Dagegen können wir echt nur Hut ziehen. Beziehungsweise ich sowieso, denn ich habe hier nicht gespielt. Dann bedanke ich mich auch hierfür fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, egal welches Format, egal ob ihr überhaupt meinen Kanal guckt. Bis dann, Leute. Ciao.